Er lässt sich nicht vom Hof jagen. Armin Laschet will weitermachen und den Prozess der Erneuerung seiner Partei moderieren. Viele hatten heute mit seinem Rückzug gerechnet, aber der Wahlverlierer setzt überraschend weiter auf Jamaika, während SPD, FDP und Grüne entspannt Gemeinsamkeiten ausloten. Hat eine Regierung mit der Union wirklich noch eine Chance? Ist das Realitätsverlust oder ein Abgang mit Anstand? Verwirrung um Laschet, Rückzug auf Raten? Unser Thema jetzt in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen unsere Gäste vorstellen. Bei mir ist Waldemar Hartmann. Sie kennen ihn als Sportmoderator, aber er hat vor allem auch die CDU im Wahlkampf unterstützt. Deshalb ist er heute Abend hier. Und Sie sind Mitglied der Mittelstandsvereinigung der Union MIT. Herzlich willkommen. Hallo. Und ich begrüße Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen, Susanne Gaschke, Journalistin und Publizistin, unter anderem für die Welt. Sie hat zuletzt eine Biografie über Robert Habeck verfasst. Und sie war auch lange Mitglied der SPD und auch mal Kieler Oberbürgermeisterin. Herzlich willkommen. Schönen Abend. Und jetzt Vigan Salazar, wir haben Sie eben schon gesehen, Unternehmens- und Kommunikationsberater und Deutschlandchef der MSL-Group. Herzlich willkommen. Herr von Lucke, das war ein verwirrender Tag heute. Alle haben ja damit gerechnet, weil es gab dann Meldungen. Es gab heute eine virtuelle Fraktionssitzung und deshalb gab es Meldungen, dass man damit rechnen würde, dass Armin Laschet zurückziehen würde. Eine personelle Neuaufstellung solle es geben. Und dann trat Armin Laschet vor die Presse und hat gesagt, er glaubt noch an Jamaika und er will diesen Prozess moderieren, aber er will auch nicht im Weg stehen. Wie muss man das alles verstehen? Naja, der zweite Teil war der eigentlich entscheidende. Er hat in der Tat noch einmal deutlich gesagt, übrigens ganz anders als Markus Söder, der ja eine ganz entscheidende Rolle bei diesem Rückzug auf Raten, wie Sie zu Recht sagen, gespielt hat, der ja gestern Jamaika faktisch beerdigt hat und damit eigentlich die große Karte, die Chance für Armin Laschet abgeräumt hat, die Hoffnung, dass es doch noch zu einer solchen Konstellation kommt. Dem hat Laschet, nachdem übrigens auch viele natürlich in der eigenen Partei der CDU gedrängt haben, heute Wolfgang Bosbach, eine ziemlich unabhängige Stimme in der Bild-Zeitung, klar gesagt hat, Armin Laschet, zieh die Konsequenzen. Trete ab in Ehren. Damit war der Druck in der Partei offensichtlich so stark im Kessel, dass er jetzt eine Doppeltaktik quasi vollzogen hat. Er einerseits gesagt, ja, ich stehe weiter als Ansprechpartner für Jamaika zur Verfügung. Ich mache das Angebot, das ist ja mittlerweile das stehende Wort, aber wir können nicht den Regierungsanspruch reklamieren. Aber ich mache parallel, und da wird es ganz paradox, ich leite jetzt schon den Übergang zu einer anderen Führung der CDU ein und will das anschließend moderieren. Das Moderieren hat schon im Falle von Annegret Kramp-Karrenbauer nicht funktioniert. Das war genau der gleiche Anspruch. Ich moderiere, ich führe weiter von vorne. Das ist völlig obsolet und ist eine Sache, die eine Ankündigungsprosa ist. Er ist in dem Augenblick, und ich meine, das ist der vom heutigen Tage, endgültig Armin ohne Land, weil er gesagt hat, ich werde dem Erneuerungsprozess in keinster Weise im Wege stehen. Damit ist natürlich auch der Anspruch, Kanzler nochmal zu werden oder wirklich zu werden, in der Annahme, man könne ihn erwählen gleichsam, ist quasi obsolet. Er hat sich ein Fenster gelassen, aber das hat er sich gleichsam mit der Ankündigung eines übrigens Parteitages im Dezember zugeschlagen. Dort wird die Erneuerung stattfinden und das ist eine ohne Armin Laschet. Ohne Armin Laschet. Herr Hartmann, wie würden Sie es bewerten? Sie kennen die CDU, Sie haben Wahlkampf gemacht mit der CDU. Was war das jetzt heute? War das sozusagen ein Aufbäumen nochmal gegen Markus Söder, der ja gestern, wie Herr von Lucke gesagt hat, die Tür eigentlich zugeschlagen hat zu Jamaika. Ist das so ein Mann-gegen-Mann-Show oder was haben wir da gesehen? Es war die Erkenntnis, es gibt einen Film, Letzte Ausfahrt Brooklyn, die letzte Ausfahrt für den Hauptausgang. Sonst hätte er durch den Lieferantenausgang gehen müssen. Das hat er erkannt, ich glaube, nicht nur durch eigene Erkenntnis, sondern es hat ein paar ihm Nahestehende gegeben, die ihm den guten Rat gegeben haben, Armin, Wolfgang Bosbach war einer davon, aber auch intern. Wolfgang hat ja keine Funktion mehr in der CDU. Aber andere haben ihm auch gesagt, es geht nicht mehr weiter. Und das Wort Würde und Selbstachtung ist von Markus Söder auch genannt worden. Wenn wir so weitermachen und uns quasi der FDP an die Brust schmeißen, dann verlieren wir beides davon. Aber wäre es dann ein klarer Rückzug, heute zu sagen, ich trete jetzt zurück von allen Ämtern, wäre das nicht der klarere Schritt gewesen? Ja, es wäre der klarere Schritt gewesen, aber nicht der machbare, weil dann hätte er die CDU in ein Chaos gestürzt, weil dann wäre die Nacht der langen Messer auf längere Wochen oder Monate ausgedehnt worden. So hat er noch quasi
ich bin nicht so wie bei Ihnen so negativ, das Moderierende. Ich glaube auch, dass man ihm das lässt. Das ist auch eine seiner Stärken, höre ich immer wieder in Nordrhein-Westfalen, dass er das moderieren kann. Und ich glaube, er bringt das jetzt in ein ruhiges Fahrwasser. Man muss die Satzung der CDU kennen. Man kann nicht einfach so schnell einen Parteitag einberufen. Da müssen mindestens drei Landesverbände das fordern. Da sind viele Kommentatoren unterwegs, die kennen diese Satzung nicht. Müssen sie auch nicht, aber dann dürfen sie auch nicht drüber schreiben. Also das ist aus meiner Sicht, es war ein letzte Möglichkeit. Und er wird das jetzt auch machen. Trotzdem geht natürlich im Hintergrund. Genau, da reden wir gleich mal drüber. Aber erst bleiben wir noch mal bei dem Tag heute, bei den Ereignissen heute, Herr Salazar. Wie haben Sie das wahrgenommen, das sowohl als auch von Herrn Laschet? Ja, zum einen zu sagen, ich stehe nicht im Weg, auf der anderen Seite stehe ich auch noch zur Verfügung. Das ist ja eine doppelte Botschaft eigentlich. Ja, wie Herr Hartmann auch schon sagte, das ist ja auch die moderierende Art, die Armin Laschet hat. Und ich sehe das ein bisschen anders auch als Herr von Lucke. Das ist, also es steht ja mehr auf dem Spiel für die CDU als die Karriere von Armin Laschet. Und das hat er, glaube ich, ziemlich klar gesagt, dass es darum geht, diese Partei aufzustellen und auch hoffentlich zu verjüngen. Er hat auch darüber gesprochen, über Kandidaten oder eine Kandidatin. Also das hat er insofern offen gelassen. Und ich glaube, die Partei wird gut daran tun, auch eine entsprechende Diskussion jetzt zu führen, die jetzt nicht so, also kontrovers ist ja okay und gut, aber nicht so verletzend und wie die in den letzten 3 Jahren. Denn sagen wir so, die Kontroversen oder beziehungsweise die Wahlen zu den jeweiligen Vorsitzenden und die Nachbeben dieser Wahlen waren jetzt nicht unbedingt befriedigend für die Partei. Das heißt, er hat ein klares Signal gesandt, dass er das gerne moderieren möchte, aber gleichzeitig auch ein Signal gesandt an alle anderen, die quasi jetzt auch Ambitionen haben, dass sie bitte auch eine befriedende Wirkung in die Partei hineinbringen sollten. Denn da gibt ja viele Leute, die die Zukunft gestalten können. Ja. Aber er ist doch jemand, also an ihm entzündet sich doch jetzt ganz viel. Die Leute sind wirklich frustriert in dieser Partei. Es haben viele ihr Mandat verloren. Ist er wirklich der Richtige, dass man sagt, er soll diese Partei jetzt irgendwie in Ruhe zu einem anderen zu erneuern? Also er hat ja gesagt, dass er diesen Prozess moderieren wird. Erneuert wird dann, sobald es einen neuen Vorstand gibt. Also das müssen alle anderen auch gemeinsam anpacken. Meines Erachtens gehört da eine Verjüngung dazu. Ich meine, es ist ja nicht so, dass die Partei jetzt nur ältere Leute hat. Das ist ja junge Ministerpräsidenten von Tobias Hans über Daniel Günther zu Michael Kretschmer und natürlich der Gesundheitsminister Jens Spahn. Da sind ja viele Personen, die in Verantwortung kommen können. Und wenn diese Generation an einem Strang zieht und auch zusammen, jetzt in der ganzen Breite jetzt von Michael Kretschmer bis zu Daniel Günther, von Sarah Bühler bis zu Carsten Linnemann, wenn das als Team aufgestellt wird, dann hat das auch eine Chance auf 2025 und auf 2029. Okay, aber jetzt sind wir erstmal jetzt in diesem Jahr, nach dieser Wahl, Frau Gaschke, Sie waren mal Kieler Oberbürgermeisterin und sind dann auch zurückgetreten. Und da gab es auch viel Ärger und es war war eine schwierige Zeit natürlich auch für Sie. Und Sie haben darüber auch ein Buch geschrieben, Volles Risiko haben Sie das genannt, wenn man in die Politik geht. Wie schwer ist es, zurückzutreten? Und verstehen Sie, dass Herr Laschet heute nicht klar gesagt hat, ich trete zurück? Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich selber habe es nicht schwer gefunden, zurückzutreten zu einem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, ich werde durch die Skandalisierung eines Problems in meinem Amt abgehalten. Also ich kann gar nicht für die Bürgerinnen und Bürger in Kiel mehr in dem Maße da sein, in dem ich es hätte sein müssen. Und dann sozusagen, es gab einen Medientenor, der vollkommen negativ war und den man nicht überwinden konnte. Insofern ist mir dann irgendwie diese Bilanzierung relativ leicht gefallen. Bei Laschet ist es natürlich etwas schwieriger. Ich finde, er hätte eigentlich gleich nach der Wahl sozusagen signalisieren müssen, es gibt einen Wahlsieger, das ist Olaf Scholz. Es gibt Parteien, die haben die Wahl erkennbar gewonnen. Die Union gehört nicht dazu.
Und insofern diesen Anspruch, also noch eine Jamaika-Koalition bilden zu wollen, ich kann das sozusagen einerseits aus machttaktischen Gründen verstehen. Nobler und auch klüger, glaube ich, wäre es gewesen zu sagen, nein, das ist jetzt, wir sind jetzt hier nicht in der ersten Reihe, wir haben nicht den ersten Auftrag zur Regierungsbildung. Und die CDU hat ja in der Tat also dringend, und deswegen würde ich auch so einen Schritt vor Herrn Salazar noch zurückgehen, also bevor man jetzt sagt, die junge Generation und wie können wieder Machtoptionen aussehen. Also die CDU muss sich jetzt wirklich mal mit ihrer Vergangenheit beschäftigen und muss irgendwie ein Verhältnis zur Ära Merkel entwickeln. Mhm. Und das wird sicher sehr spannend, da werden die Jungen gefragt sein, aber das ist auch eine große Aufgabe. Und die Frage ist ja auch, wie sehr jetzt im Moment die Wunden da sind. Also der Gesundheitsminister aus Nordrhein-Westfalen, Laumann, hat zum Beispiel gesagt, es beschäftigt mich, wie hier die politische Vernichtung eines Menschen stattfindet. Und er redet von Armin Laschet. Das ist bitter. Ich finde, so muss die politische Auseinandersetzung nicht sein. Also in welchem Zustand ist die Union mit Armin Laschet jetzt? Naja, wir erleben momentan, das hat Roland Koch mal das schöne Wort des Brutalstmöglichen genannt, wie brutalstmöglich mit einem aber auch historischen Wahlverlierer abgerechnet wird. Und ich glaube, wir dürfen uns die Brutalitäten in dieser Union nicht zu sanft vorstellen. Und ich meine übrigens bewusst die gesamte Union. Brutalstmöglich hat natürlich derjenige agiert als erster, der das Vakuum in der Union festgestellt hat, nämlich Markus Söder. Wenn wir uns an die Worte von gestern erinnern, mit denen er sagte, man solle sich mit dem Ergebnis endlich anfreunden, man müsse den Realitätssinn aufbringen, dann war das Wort anfreunden von einem solchen Zynismus geprägt, denn faktisch bedeutete es nichts anderes, als zu sagen, lieber Armin Laschet, akzeptiere, dass du Geschichte bist. Mhm. Und das war der große Unterschied. Markus Söder, der einen großen Anteil an der Niederlage von Armin Laschet hat, er hat ihn während des Wahlkampfs systematisch mit reduziert, mit attackiert, kein gutes Wort in Teilen gewesen. Ich glaube durchaus aus einem nachvollziehbaren Grund, weil er gewusst hätte, mit ihm hätte man die Wahl gewonnen. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube tatsächlich, Markus Söder hätte weit größere Chancen gehabt. Es gab dann aber eine Unfähigkeit seinerseits zu akzeptieren, dass sich die CDU mit aller Brutalität ihrerseits gegenüber Söder durchgesetzt hat. Und das hat er Laschet während des gesamten Wahlkampfs spüren lassen. Und ich bin ziemlich sicher, die 2%, die Laschet verloren hat und die ihn letztlich hinter Scholz hat haben einlaufen lassen, die hätte er durchaus haben können, wenn sich ein Söder ganz klar an seine Seite gestellt. Wir haben einen Wahlkampf von Söder gegen Laschet erlebt. Und gestern sagte er ihm eindeutig, jetzt freunde dich endlich mit dem Ergebnis an, in dem Wissen darum, dass er natürlich als Ministerpräsident von Bayern das Vakuum vor allem in Bayern füllen wollte. Markus Söder hat eine eigene Rechnung, die tendiert dahin, dass ihm auch die Ampel, deswegen diese klare Absage an die Ampel, dass ihm die Ampel gar nicht von Bedeutung war. Er will weit lieber einen Oppositionswahlkampf gegen eine hochschwierige Konstellation in Berlin mit drei Parteien, bei denen keiner weiß, wie es funktioniert. Er hat eine ganz klare Ausrichtung, ich gewinne 2023 besser die Bayernwahl als eine Opposition. Ja. Und deswegen will ich ein Letztes sagen, diese Situation des Vakuums, das jetzt in der CDU herrscht, da würde ich Herrn Salazar sehr widersprechen, Herr Salazar. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das eine Amt, was die CDU noch zur Verfügung hat, das ist nämlich das Amt des Parteivorsitzenden und wahrscheinlich in Personalunion mit dem Fraktionsvorsitzenden, dass das eine einvernehmliche Lösung gibt, dann würde mich die Union nach all den Streitigkeiten, die wir die letzten Jahre haben, sehr überraschen. Es übersteigt meine Fantasie, wurde so oft gesagt. Es würde mich wundern, wenn es nicht ein knallhartes Machtkalkül und Gerangel gibt. Und da gibt es keine einvernehmliche Aufstellung. Da gibt es einen knallharten Machtkampf in kürzester Zeit. Und ich nehme an, den wird auch Armin Laschet nicht moderieren können. Herr Wolocki, ich glaube, da werden viele Krokodilstränen zurzeit vergossen und viel Heuchelei. If you can stand the heat, don't go in the kitchen. Das weiß jeder, der in die Politik geht. Erstens. Zweitens. Um 18 Uhr, das war eine halbe Stunde, bevor die Pressekonferenz mit Laschet anberaumt war, hat Herr Kluge, der innenpolitische Sprecher der FDP, quasi einen Nachruf schon über Twitter losgelassen. Sie haben so viel für das Gemeinwesen getan und es ist alles so toll und so schön. Freunde, wir sind in der Politik. Schaut euch mal die Wahlkämpfe in Amerika an, dann ist das hier Kindergeburtstag. Also keine falschen Tränen, bitte. Das tut ja keiner. Also, erstens, ich möchte keine Wahlkämpfe haben wie in Amerika. Ich finde es ganz schön, dass das bei uns normalerweise etwas zivilisierter zugeht. Und zweiter Punkt, Herr von Lucke hat natürlich recht, was die Rolle von Markus Söder angeht, aber wir dürfen, glaube ich, da also auch als Medienmenschen nicht ganz von der Rolle der Medien absehen, was Laschet angeht. Also dem ist tatsächlich eine Ablehnung entgegengeschlagen, die mich überrascht hat. Also ich würde jetzt vielleicht nicht so weit gehen, es Hass zu nennen, aber es war schon sehr, sehr unfreundlich. Ich habe mich immer gefragt, wo kommen diese starken Emotionen diesem Mann gegenüber überhaupt her? Der ist doch gar nicht schlimm. Also der ist halbwegs vernünftig.
Man kann ihn vielleicht nicht wahnsinnig doll finden. Man kann vielleicht finden, dass er manchmal seine Meinung etwas opportunistisch geändert hat. Alles Sachen, die man vernünftig kritisieren kann. Aber da waren also Begriffe, also die tatsächlich von Journalisten verwendet worden sind. Also die eigenen Leute entsorgen ihn klein, dick und du Armin, jetzt lass uns in Ruhe und so weiter. Also der Ton, also vieler Veröffentlichungen war schon genauso unfreundlich oder schlimmer als der Parteifreunde und des politischen Gegners. Und das finde ich jetzt auch noch eine Frage, die einfach spannend und offen ist. Woher kam dieser unglaubliche Anti-Laschet-Bias? Ich habe so ein, zwei Vermutungen, aber vielleicht kommen wir da noch drauf. Ja, aber der war ja auch, also die Anti-Laschet-Stimmung wurde ja auch zum Beispiel aus Bayern von Markus Söder sehr klar durch diese Auseinandersetzung, wer Kanzlerkandidat, man wurde doch auch dadurch befeuert, Herr Salazar. Ja, auch, aber nicht nur. Also es ist ja auch vom politischen Gegner. Also wenn man sich jetzt auch anguckt, wie auf Social Media das befeuert wurde, mit welchen Hashtags teilweise organisiert, also wenn wenn Korrektiv jetzt auch das kurz vor der Wahl auch veröffentlicht hat, wie die gezeigt haben, wie das über WhatsApp-Gruppen teilweise organisiert wurde, das war jetzt schon ziemlich schäbig teilweise, weil man auch sagen muss, klar, ne, das sagt sowohl Herr Lucke als auch Herr Hartmann, das ist natürlich alles kein Ponyhof. Mhm. Das hätte die CDU auch besser organisieren können, also die Gegenwehr in Social Media. Mhm. Und da hätte es natürlich geholfen, schon einig zu sein. Und nochmal das Thema Ponyhof, nochmal zu Herrn Lucke. Natürlich wird es da einen Machtkampf geben. Natürlich wird es auch unterschiedliche Interessensgruppen geben, die sich zusammenführen werden. Aber trotzdem, am Ende des Tages werden die sich als Team zusammenraufen müssen. Und wenn, sagen wir, ein größeres Team oder ein schlagkräftigeres Team gewinnt, dann hat man auch die Chance auf mehr Einigkeit. Denn am Ende des Tages, wenn man sich die SPD anschaut, vielleicht, haben ja gewonnen, weil sie die Einigkeit eben gezeigt haben. Die Union hat das in den letzten 6 Monaten gar nicht, also so gar nicht gezeigt. Ja, und die SPD hat eine Doppelspitze. Die SPD hat sozusagen jetzt 3 Menschen, nämlich eine Doppelspitze als Partei im Parteivorsitz und einen Kanzlerkandidaten. Und bei der CDU geht es aber doch eigentlich immer nur um eine Figur, Herr Hartmann. Oder wer ist für Sie der nächste starke kommende Mann der CDU? Wer kann jetzt, wenn Herr Laschet den Weg frei macht, diese Partei erneuern? Also mein Favorit war von Anfang an Friedrich Merz. Ich wohne seit 2 Jahren in Leipzig. Im Osten gab es nur Friedrich Merz. Das war auch das Wahlergebnis, eine Folge davon im Osten. Ich glaube auch jetzt, wenn es diese breite Grundlage der Wahl gibt, wenn es wirklich diese Mitgliederbefragung möglicherweise gibt aus den Kreisverbänden heraus, ist mein Favorit Merz. Mein heimlicher Wunsch wäre Carsten Linnemann. Da mache ich keinen Hehl draus, weil ich befreundet bin. Und es gibt ja nur 2 Posten, wenn die CDU, CSU in der Opposition ist, die zu verteilen sind. Das ist der Vorsitzende, der dann natürlich Oppositionsführer wird. Ja. Und der beruft seinen Generalsekretär. Mhm. Mehr gibt es nicht mehr zu verteilen. Vor allem den Fraktionsvorsitz. Das wird als Parteivorsitzender zwangenderweise vor aller Voraussicht sein. Deswegen meine ich ja, 2 Posten, die 2 gibt es. Und da wäre dann mein Mann Carsten Linnemann. Und dann würde die CDU auch wieder langsam anrollen, aber also wieder schnell in Fahrt kommen. Also Linnemann als Parteivorsitzender? Nein, als Generalsekretär. Aber okay, das ist ja der, alleine schon die Tatsache, dass Friedrich Merz, der ja zunächst einmal sagte, ganz bemerkenswerterweise, ein drittes Mal trete ich nicht mehr an. Wir müssen uns ja bewusst machen, wir haben es hier bei den Kandidaten, sind ja nicht sehr viele, sind übrigens alles nordrhein-westfälische Männer, die wir alle kennen. Der einzige Nichtverlierer unter den 4, die dabei im Rennen sind, ist Herr Brinkmann. Herr Brinkhaus. Merz hat 3-mal verloren, kann man sagen, gegen Merkel. Das ist lange her, das ist 20 Jahre her. Da war er also derjenige, der Fraktionsvorsitzender war. Die haben aber eine gewisse Kontinuität des Siegens und eines Steigerns gehabt. Bei Merz wird man sagen müssen, er hat 3-mal verloren gegen Merkel, gegen Annegret Kramp-Karrenbauer und am Schluss gegen Laschet. Und dass Herr Merz nun die Erneuerung wäre, die Herr Laschet nun heute angekündigt hat, wird man mit Fug und Recht nicht so ohne weiteres behaupten können. Also insofern ist er vielleicht auch eine Erneuerung in den Positionen und Inhalten. Die Frage ist nur, ja, vielleicht, das ist wohl wahr. Er ist jedenfalls eine klare, eher nach wirtschaftsliberal, konservativ, sagen wir mal, also eher
konservativ im Sinne des eher altertümlichen, also nicht gerade im Sinne eines wertkonservativen, vielleicht grüner Natur oder sowas, was eben interessanterweise auch Söder eher verkörpert. Deswegen sind ja größte Antipoden Söder und Merz immer gewesen. Merz war mit der Verhinderer, mit Wolfgang Schäuble natürlich derjenige, der im Kern gegen Söder war. Also Merz, glaube ich, ist nun wahrlich nicht das Aufbruchssignal. Aber, und das wollte ich vor allem sagen, wenn Merz jetzt sagt, ich bin geneigt, nicht wieder mich den Delegierten zu stellen, aber ich betreibe eine Abstimmung durch die Basis, ist das natürlich genau das Gegenteil von einer einvernehmlichen Lösung. Das wird dann natürlich die dezidierte, lang ausgetragene Auseinandersetzung über Vorstellungsrunden und dergleichen. Da kann ich mir beim besten Willen eben nicht vorstellen, dass es zu einem Team, zu einer moderierenden, von Garner, von Armin Laschet moderierten Teambildung kommt. Ja, das wird die erste Frage sein. Friedrich Merz hat heute direkt getwittert nach dieser Pressekonferenz und hat getwittert, ich zitiere mal, Armin Laschet macht heute den Weg frei für den Neuanfang der CDU. Dafür verdient er Respekt, Dank und Anerkennung. Ich werde mich nach Kräften daran beteiligen, dafür einen einvernehmlichen Weg zu finden, der auch die Zustimmung unserer Mitglieder findet. Ja, das ist doch genau schon die Ankündigung. Das letzte Mal war es nämlich so, wir erinnern uns an die ganze Friedlichkeit, da sei nur daran erinnert, dass Friedrich Merz nämlich damals sagte, ich bin von, in absolut populistischer Manier, ich bin vom Parteiestablishment verhindert worden. Mhm. Ich bin der Mann der Basis, ich bin, mit dem schönen Wort von Dobrindt aufnehmend, ich bin der Kandidat der Herzen. So, das ist jetzt die Ankündigung, wenn es so geht, ich werde eine Basis. Sie sagen immer, wer es nicht kann oder nicht werden soll. Nein, ich sag ja nur, Moment, Herr Hartmann und Frau Gaschke. Die wollten noch was sagen. Ja, wir reden doch von, es ist doch klar, Jens Spahn ist im Rennen, Merz, Röttgen und vielleicht Lindemann. Das sind doch die ständig Herr genannt Brinkhaus werden. Herr Brinkhaus sollten Sie nicht vergessen. Ja, aber ich, da höre ich aus der vielleicht der Günther aus Schleswig-Holstein. Aus der Fraktion etwas anderes. Ja, das glaube ich auch nicht so. Also die gehören dazu, aber wir sind uns doch einig, dass es aus dem Kreis kommt. Ja. Und danach werden sie, das ist doch immer so gewesen, danach wird einer auf dem Hof sein, der wird es dann sein. Ja, und dann ist aber auch die Frage, in welche Richtung die Partei dann geht. Also es geht ja wahrscheinlich nicht nur um die personelle, sondern auch um eine inhaltliche Kursbestimmung nochmal. Frau Gaschke, was würden Sie denn sagen? Ja, bei dem ganzen Team ist ja nicht eine Frau dabei. Ja, das fände ich jetzt nicht so ein großes Problem. Die CDU hatte ja nun, ich glaube, insgesamt 18, 19 Jahre eine 16, Vorsitzende. Ja. Ach so, ja, 16 Jahre war sie Kanzlerin. Jahre Kanzlerin, ja, 18 Jahre eine Vorsitzende. Genau. Davon muss sie sich vielleicht auch erstmal wieder erholen. Also wahrscheinlich ging es jetzt auch mal mit einem Mann zwischendurch. Die interessante Frage ist ja wirklich, in welche Richtung will sie politisch gehen? Und ich finde, Merz kann schon für sich in Anspruch nehmen, dass er jeweils knapp verloren hat und dass es natürlich an der Basis eine Stimmung gab, die ihm durchaus zugeneigt war. Insofern, ich weiß nicht, was jetzt verwerflich daran sein soll, wenn die CDU ihr Problem auch im Wege der Basisbefragung löst. Das hat die SPD ja schließlich auch gemacht, nicht? Also mit einem unglaublichen, das haben wir nur schon wieder vergessen, weil das so lange her ist. War aber auch eine Überraschung bei der SPD. Kandidatenzirkus, dann wurden es zwei Leute, also es wurde genau nicht der jetzige Kanzler ins B, nicht? Sondern es wurden andere Leute, bei denen man jetzt ganz froh ist, dass sie sich ein bisschen zurückhalten. Im Moment jedenfalls Scholz scheint darüber froh zu sein. Also insofern ist doch die Frage, in welche Richtung will die CDU politisch gehen? Und da ist natürlich immer die Frage, also und den Weg hat ja anscheinend auch Laschet gewählt, also noch grüner und als erstes also Grüne im Kompetenzteam vorstellen und so. Kann sein, dass eine Menge CDU-Basis und auch ehemalige CDU-Wähler gerne was klassisch Konservativeres hätten. Und da wäre Merz natürlich nicht der schlechteste Aufbruchskandidat. Herr Salazar, Sie sind der Kommunikationsprofi. Also was wäre für Sie so die sozusagen ein Claim, wie man heutzutage sagt, also eine Botschaft, womit die CDU nach vorne gehen kann und sagen kann, dafür stehen wir? Also es geht ja auch um eine moderne Ausprägung des Konservatismus. Und wir haben ja, ich meine, bei aller Kritik an Markus Söder, auf der, sozusagen, wie er mit Armin Laschet umgegangen ist, was nicht geht, also er zeigt ja auch in Bayern sozusagen, dass man auch den Aufbruch wagen muss, ne, sozusagen auch was Themen angeht. Und da würde ich Frau Gaschke widersprechen. Ich glaube, das Thema Ökologie hat die Union einfach verschlafen und auch gesagt, sie hat jetzt keine Lösung. Und die haben gesagt, ach ja, nee, irgendwann wird das gemacht. Und man hat das nicht so richtig angepackt. Also Merkel hat das 2005 dann vielleicht auch mal postuliert, aber dann irgendwie in die Schublade gelegt. Und dieses Thema, man kann sich an diesem Thema nicht verschließen. Und was nochmal das Personal angeht, klar, ich glaube, dass natürlich die alten Themen wieder aufbrechen werden. Aber ist jeder
oder jede Vorsitzende, jeder Vorsitzende wird dann auch entsprechend integrieren müssen. Also ich glaube sozusagen auch, wenn es jetzt Friedrich Merz oder Carsten Lindemann wäre, die würden dann auch entsprechend auch in andere Flügel hinein integrieren müssen. Aber ich möchte nochmal wiederholen. Also es geht jetzt nicht um eine Aufstellung sozusagen wie die Union jetzt die nächsten 2 Jahre arbeitet. Es geht jetzt darum 2025, 2029. Dessen müssen sich die Leute bewusst sein. Und wenn man da mit einem Vorsitzenden oder einem möglichen Kandidaten reingeht, der ist in den nächsten beiden, spätestens bei der übernächsten Wahl über 70 ist, weiß ich nicht, ob das quasi gegen relativ frische Kräfte wie Annalena Baerbock oder wer auch immer Scholz folgen wird, von Erfolg gekrönt sein wird. Also meines Erachtens ist die Generation der jetzt 40, um die 40-Jährigen dran. Die müsste dran sein, genau. Und wie realistisch ist denn das, was Herr Laschet heute noch mal so klar gesagt hat, er möchte doch gerne Jamaika. Er sagt, das ist das Beste für unser Land und er hält die Türen offen. Also gibt es da irgend noch eine Chance? Herr Hartmann, glauben Sie da noch dran? Ich habe von Anfang an nicht dran geglaubt. Und ich halte das Festhalten, es gibt ja Kommentatoren, die sagen, das stärkt die FDP in den Verhandlungen, damit sie möglichst dann als Bremse in dieser Ampelkombination mögliche konservative Themen da feststellt. Es ist doch nicht die Aufgabe der Union, die FDP zu stärken. Also ich muss doch zusammenrechnen. Und wenn ich dann sage, es geht wohl nicht, und Laschet, denke ich, hat aus der FDP jetzt den Wink bekommen, dass die sich immer näher kommen. Die Zeichen sprechen ja dafür. Das war, glaube ich, auch ein Grund, warum er heute den Schritt gemacht hat. Dann ist das de facto tot, so wie das Markus Söder sagt. Und de jure ist es Ende der Woche tot. Ja, aber wie, das denkt ja jeder. Und auch wenn man nach Umfragen schaut, will die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler wollen eben die Ampel und nicht Jamaika. Warum stellt sich dann trotzdem jemand hin und sagt, wir machen Jamaika, das ist besser für unser Land, Herr Lucke? Naja, weil es einen Funken des Überlebens für Armin Laschet ja beinhaltet. Es ist ja nicht so, dass er gänzlich die letzte Hoffnung preisgeben wollte. Das ist ja die Ambivalenz seiner heutigen Aussage. Ich stehe für Erneuerung der Union, aber ich stehe weiterhin bereit, wenn alles umkippt. Das hat er anders gehalten als Markus Söder. Und übrigens aus einem klaren Kalkül, es geht für ihn ums politische Überleben. Es könnte ja sein, das darf man ja nicht völlig ausschließen, es kippt alles um. Und die Verkleidung, dass er das für das Land gemacht hat, nun gut, das ist Prosa. Es ist was ganz anderes hochspannend und da hat Waldemar Hartmann was sehr Spannendes gesagt. Markus Söder hat ganz bewusst die Absage an Jamaika auch erteilt, um die FDP nicht zu stärken. Das eigentliche Phänomen ist doch mit der Ausrichtung der CDU und CSU gemeinsam. Sie haben größte Sorge, dass sie den Platz der ökonomischen Vernunft in der Mitte des Parteienspektrums, denn der ist jetzt erstmal verloren, dass sie ihn langfristig ein Stück weit erstens an die FDP verlieren. Die neue Rolle der FDP wird es sein, die Tassen im Schrank zu lassen, mit dem alten Wort von Karl Schiller, dafür zu sorgen, dass Rote und Grüne nicht gewissermaßen überbordend eine ökologische Politik machen. Sie sorgen für die ökonomische Vernunft. Das ist die Rolle, die hat Lindner gestern noch gar nicht annehmen wollen, weil er so verdattert war, dass ihm Söder quasi den Stuhl vor die Tür gesetzt hat. Aber sie können diese Rolle natürlich übernehmen. Und da will natürlich Söder die FDP nicht noch in der Verhandlungsposition stärken. Und das ist das eigentliche Problem. Die CDU muss doch jetzt in einer völlig neuen Situation das, was sie über 16 Jahre mit dem großen Wort die Mitte in hohem Maße für sich reklamieren konnte, das muss sie in einer Konstellation des Schlagabtauschs mit einer AfD auf dem rechten Rand, muss sie diesen Anspruch erheben, irgendwie wieder dahin zu kommen. Und Söder geht einen völlig anderen Weg als Friedrich Merz. Nein, ganz kurz. Ja. Friedrich Merz geht einen antiökologischen Weg. Er geht einen Weg, der dezidiert, er hat Fridays for Future als fast idiotisch gekennzeichnet. Er hat also einen absolut gegen die Jugend gerichteten Weg. Natürlich mit dem Versuch, hat immer getönt, ich werde der AfD die Stimmen abnehmen, ob das nun funktioniert. Söder geht da einen weit klügeren Weg. Das heißt, die Konkurrenz existiert in die Bäume. Er hat klar erkannt, und der Imkeramtzug kommt auch noch. Wir müssen einen progressiven Kurs machen, der das ökologische Thema auch wirklich ernst nimmt. Ist natürlich anders beantwortet als die Grünen, aber es ernst zu nehmen. Dazu gehören auch zu Jamaika die Grünen. Die werden da völlig außer Acht gelassen. Wenn die FDP mögliche Rückkehrgedanken hat, die Grünen haben die noch lange also nicht. Also wären Sie hier alle vier der Meinung, Herr Salazar und dann Frau Gaschka, dass Jamaika gar keine Chance mehr hat? Herr Salazar, glauben Sie, gibt es da noch irgendeine Chance? Wir, ich,
Ich glaube, es könnte noch eine Chance geben, aber ich halte sie für sehr gering. Aber wir müssen also, die FDP geht da unter gewissen Schmerzen rein. Das ist schon so. Also ich sehe immer noch nicht, wie das gerade wirtschafts- und finanzpolitisch das SPD- und das FDP-Programm übereinander gelegt werden können. Und für die Grünen ist das auch zwar irgendwie habituell näher, aber ich meine, die sind ja auch in ihrer Entwicklung einige Jahre jetzt zurückgeworfen, denn in einer Jamaika-Koalition könnte Robert Habeck 2025 als Kanzlerkandidat der linken Mitte antreten. In der Ampelkoalition ist er Kanzlerkandidat der linken Mitte, der amtierende Kanzler der linken Mitte. Also das wird auch für die Grünen nicht so leicht. Das ist für alle Parteien nicht so einfach. Insofern darf sich die SPD freuen. Okay, dass Sie alle schon so weit vorausgucken. Jetzt muss man erst mal gucken, dass wir es jetzt hinkriegen. Frau Gaschke, was glauben Sie? Gibt es noch eine Chance auf Jamaika? Beziehungsweise, wenn man jetzt sagt, Laschet hat heute ja gesagt, die SPD ist ein schlechter Partner und deshalb ist es für unser Land, muss FDP und Grün müssen, werden die sehen, dass die SPD kein guter Partner da ist. Also wie sehr sehen Sie da noch eine Möglichkeit, dass das noch funktionieren kann? Dass eben dadurch, dass die Ampel scheitert. Nein, also die Ampel wird sicher schwierig und das wird spannend zu sehen. Vielleicht hält sie auch nicht die ganze Legislaturperiode, aber für Jamaika sehe ich jetzt im Moment gar keine Chancen mehr. Die Grünen wären wahnsinnig, wenn sie das machen würden. Die haben bei ihren Wählern, ich glaube, 92% Zustimmung für die Ampelkoalition. Laut Politbarometer sind inzwischen, da die Dinge nun so sind, wie sie sind, glaube ich, 76% für Scholz als Kanzler. Also dafür spricht alles. Die einzigen, die damit tatsächlich inhaltliche Probleme haben dürften, auch mit ihrer Klientel, das ist die FDP. Und die darf sich natürlich auch nicht völlig über den Tisch ziehen lassen. Also die muss glaubwürdige Siege erringen in dieser Konstellation. Da bin ich gespannt, also gerade wie das mit den Grünen gehen wird, weil für die Grünen gilt Augenhöhe immer hauptsächlich für sie selbst und dann erst für alle anderen. Also da ist Sprengstoff drin, aber es ist das, was jetzt erstmal kommen muss. Also das ist die gewählte Konstellation. Mhm. Und dass Laschet jetzt Rückzugsgefechte da führt, kann ich psychologisch gut nachvollziehen, aber das bringt jetzt wirklich auch nichts mehr. Was heißt das denn dann, Herr Hartmann, für die CDU, wenn sie in der Opposition ist? Ja, sie werden sich dran gemeinsam mit AfD und Linken. Sie werden sich dran gewöhnen müssen. Da können Sie mal nachfragen in Thüringen, wie das so ist. Mhm. Es gibt noch andere Bundesländer. Sie werden sich damit abfinden müssen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Aber ich glaube, dass das sogar die Reihen enger schließen lässt. Denn wenn man Macht hat, will man verteilen und will mit der Macht spielen können. Dann hat man auch was zu verteilen. Natürlich, hast du als Opposition nicht. Und wenn du wieder dahin willst, und den Willen, glaube ich, haben dann alle, dann musst du die Reihen schließen. Und ich glaube, das ist die Chance der CDU. Mhm. Und Herr Lucke, glauben Sie, dass die SPD, die das ja jetzt auf einmal geschafft hat, die ja jetzt auf einmal diszipliniert wirkt und das irgendwie hinkriegt, dass das hält und dass sie diese Ampel durchhält? Weil sie muss ja dann vielleicht jetzt auch mal irgendwas abgeben in Richtung FDP und Grünen, damit es wirklich eine stabile Koalition wird. Naja, ob es hält, ist die ganz große Frage. Das ist ja einerseits sehr spekulative Frage, aber wir dürfen eines nie vergessen. Eine Dreierkonstellation, und das macht sie so kardinal anders als jede Zweierkonstellation, ist eine, bei der einer von den dreien ständig die Versuchung haben kann, auszubüchsen. Weil die Machtverhältnisse sich verändert haben, die anderen beiden bleiben auf ihn angewiesen. Es gibt übrigens auch immer das Verdachtsmoment, zwei könnten sich gegen den dritten verbünden. Wir erleben das beispielsweise auch in Berlin. Das ist ja eine Koalition, die eigentlich sogar in einem Lager stattfindet, Rot-Rot-Grün, und bei der man nicht sagen kann, dass diese drei Parteien einträchtig miteinander regieren, sondern sich gegenseitig fast manchmal nicht das Schwarze unter den Fingern gönnen, sondern ständig in einer Verdachtssorge sind, könnten zwei sich gegen mich verbünden. Damit will ich sagen, die Möglichkeit, dass einer der dreien sagt, so, das beende ich wieder, weil vielleicht auch konkretes aber Beispiel Herr FDP. Herr Lindner kann das eigentlich nicht mehr machen nach 2017, oder? Nein, ich rede ja, na, wir reden doch, Sie haben doch was anderes gefragt. Ich rede jetzt, dass sie jetzt zustande kommt, versteht sich doch von selbst. Ich dachte, Sie gehen schon weiter. Ich dachte, wir reden über die Frage, ob sie dann die nächsten 4 Jahre hält. Natürlich kommt die Ampel aus zwei Gründen zustande. Das eine hat Frau Gaschke gesagt, die Grünen können gar nicht bei Verprellung ihrer gesamten Wählerschaft mit einer Jamaika-Konstellation ankommen und dann noch mit Armin Laschet als dem Wahlverlierer. Und die FDP kann in der Tat nicht ein zweites Mal eine Konstellation platzen lassen. Das ist ihrer eigenen Wählerschaft. Deswegen halte ich die Sache für jetzt mit ziemlicher Sicherheit gelaufen. Also das wäre schon irre. Zumal der Rückfall dann ja nicht Jamaika notwendigerweise bedeuten müsste, sondern vielleicht die gleiche Konstellation, dass uns Herr Steinmeier ein weiteres Mal sagt, diesmal gerichtet an die CDU-CSU, ihr müsst die große Koalition mit der SPD machen. Mhm. Und wer weiß, ob die CDU-CSU nicht doch einmal überlegt, ob die Oppositionsrolle mit einer AfD
mit der man ungemein aufpassen muss, dass man nicht sich zu sehr mit einer AfD kloppt, um eine vielleicht sehr kleine rechtspopulistische Wählerschaft zu kleiner zu machen und damit die Mitte aus den Augen wird, eine doch ziemlich unangenehme Situation sein kann. Also damit will ich sagen, diese Ampel wird keiner scheitern lassen, aber ob sie die Jahre hält, das ist echt zweifelhaft, weil das sind Schwierigkeiten, die auf alle drei Parteien zukommen, die immens sind. Und ich glaube vor allem auch, vielleicht auch noch als einen Punkt, die Grünen werden es bei ihren Erwartungen, ihrer Wählerschaft, weit, weit schwerer haben, als viele denken. Weil FDP und SPD werden sich in ihrer Wirtschaftswachstumsorientierung sehr ergänzen. Und da wird eine viel zusammenpassen, was aber mit einer eher wachstumskritischen, ökologischen Richtung, die auch gerade Fridays for Future präferiert, nicht so leicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Herr Salazar, wenn man jetzt das sieht, wie die ersten die Pressekonferenzen nach den Sondierungen waren, man hat ja ganz wenig da rausgelassen, man hält sich da sehr bedeckt, aber man sagt immer, es ist vertrauensvoll und entspannt und wir gehen gut miteinander um. Wirkt das glaubwürdig oder ist das erstmal jetzt im Moment sozusagen, man macht gute Stimmung und dann muss man mal die harten Punkte, die kommen dann noch und dann kann es auch noch mal ganz schwierig werden? Das ist zunächst einmal kommunikativ ein Meisterstück. Also wie Gelb und Grün erst einmal sich zusammengesetzt haben und auch dieses Instagram-Selfie von den vier Verhandlerinnen und Verhandlern, das war schon sehr stark. Und auch, dass sie sich offensichtlich absprechen und auch die Stille, die Olaf Scholz dann erst hat und dann kurze Auftritte, das ist schon mal sehr gut. Und natürlich werden die harte Auseinandersetzungen haben untereinander. Da müssen die alle ihre jeweiligen Läden dann zusammenhalten und auch mitnehmen. Also ich glaube, was man jetzt im Moment unterschätzt oder vermutlich, ich glaube Olaf Scholz nicht, aber ein paar andere Leute in der SPD unterschätzen werden, ist, dass sie haben jetzt 8 Jahre lang bei Angela Merkel all das bekommen, was sie wollten. Unter dem Zähneknirschen der Unionsfraktion. Und, aber jetzt sind sie in der Lage, wir wollen das Kanzleramt haben und jetzt müssen die sehr, sehr viel abgeben inhaltlich. Und ob der Frieden dann auch so lang bleibt, also wenn quasi einiges an FDP-Inhalten wirtschaftspolitisch dann auch Koalitionsprogramm wird, das weiß ich nicht. Dafür kenne ich die SPD auch nicht gut genug vom Innenleben her. Aber ich glaube, im Moment will man alles haben und will man alles, freut man sich extrem und das Adrenalin ist noch da. Aber ich weiß nicht, ob das in 2 Jahren, wenn man feststellt, oh Gott, die Vermögensteuer haben wir jetzt doch nicht bekommen und nächstes Jahr wird der Solidaritätszuschlag ganz abgeschafft, ob das dann noch hält. Das ist die Frage. Und es gibt auch eine starke Juso-Fraktion innerhalb der SPD-Fraktion. Frau Gaschke, Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt SPD, eine Partei zwischen Burnout und Euphorie. Jetzt im Moment ist man im Stadium Euphorie. Wie schnell ist man wieder im Burnout? Also wie sehr trauen Sie Ihrer alten Partei, bei der Sie ehemals Mitglied waren, das zu sagen, die kriegen das diesmal wirklich hin? Ja, also ich traue Ihnen mindestens ebenso sehr auch zu, es wieder nicht hinzukriegen oder nicht über eine lange Strecke. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, die SPD kam jetzt aus einem 14-15%-Keller. Und sie ist ja jetzt nicht nur erfolgreich gewesen, weil sie also sich komplett verändert hätte und ganz tolle neue Ideen gehabt hätte und mit Olaf Scholz einen ganz neuen, überraschenden Kandidaten, sondern Scholz bot natürlich auch ein Stück weit Kontinuität der Großen Koalition an, sozusagen Merkel mit anderen sozialdemokratischen Mitteln. Das war für viele Leute, die ja die Große Koalition gut fanden in den vergangenen Jahren. Die hatte ja ständig hohe Zustimmungswerte. Das darf man auch nicht vergessen. Also da waren gar nicht alle so wild auf Aufbruch und Scholz hat sozusagen die Kontinuität angeboten. Und die Partei hat ihm geholfen in diesem Wahlkampf, hauptsächlich dadurch, dass sie die Klappe gehalten hat. Das muss man, glaube ich, so hart sagen. Und dass also nicht jeder, während sie gleichzeitig ja in der Fraktion und in der Parteiführung einen Linksruck gemacht hat, das ist ganz besonders deutlich zu sehen, glaube ich, in der Außen- und Sicherheitspolitik, aber natürlich auch in sozialpolitischen Themen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt alles abgeräumt ist. Ich glaube, all diese Sachen werden wieder zum Vorschein kommen, sobald man in die Tagesarbeit geht. Und man hat eine Fraktion mit, ich weiß nicht, glaube ich, 40 50. oder sogar 50. mehr. 50 Jusos. Ein Viertel. Von denen sich viele aus der Zusammenarbeit natürlich auch in den Juso-Gremien jetzt vorher kennen. Das heißt, die werden schon ein Machtfaktor in der Fraktion sein. Nun muss man sehen, wer der neue Fraktionsvorsitzende wird. Herr Mützenich hat ja andere Ambitionen. Aber nach dem, was man hört, wird es ja auch eher aus der parlamentarischen Linken vermutlich besetzt werden. Und das ist schon etwas, was Olaf Scholz dann wieder befrieden muss, nicht? Also der muss einerseits mit Christian Lindner klarkommen von der FDP, der gesagt hat, eigentlich gar keine Steuererhöhung. Und dann hat er eben seinen linken Flügel, der da ganz klare Vorstellungen hat, wo er sich das Geld holen und wie er es umverteilen will. Also darauf bin ich auch sehr gespannt. Mhm.
Und gut, nun ist Scholz auch jemand, der sagt, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt auch Führung. Jetzt werden wir mal gucken, ob die SPD selbst bei ihm so viel Führung bestellt hat. Ja, ob die SPD bestellt. Und er wäre nicht der erste SPD-Kanzler, der aus den eigenen Reihen erlegt wird. Mhm. Nämlich alle bisher. Okay, gut, das ist, da muss man drauf aufpassen, muss man gucken. Herr Hartmann, Sie wohnen in Leipzig und Sie waren da auch viel im Wahlkampf unterwegs. Jetzt haben wir gesehen, gerade in Sachsen, Thüringen hat die AfD hohe Zugewinne gemacht, hat die CDU sehr viel verloren. Wenn wir da noch mal drauf schauen, auf dieses Verhältnis Ost und West und auch die Regierungsbildung der Ampel oder Jamaika, was würden Sie sagen, was wäre da ein gutes Rezept, damit die CDU da wieder Land bekommt? Das hat Michael Kretschmer vorgemacht bei der Landtagswahl. Da war im April die AfD mit 27% vor der CDU mit 24%. Ich weiß das deswegen noch so genau, weil ich da eingestiegen bin. Und dann hat Michael Kretschmer einen Wahlkampf gemacht, der unmenschlich war. Der war wirklich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und ist bei den Leuten gewesen. Es ist ganz wichtig gewesen, dass er zu den Menschen gegangen ist. Das hat das Ganze umgedreht, der ganz persönliche Einsatz. Und das ist jetzt auch das Wichtige. Die Thüringer CDU ist in sich so zerstritten, da wird mittelfristig, langfristig nichts mehr passieren. War das zum Beispiel richtig, an Hans-Georg Maaßen festzuhalten? Es war so umstritten. Wissen Sie, 299 Wahlkreise und wir reden über einen Menschen, der nicht mal gewählt worden ist. Ich glaube, man hätte gelassener damit. Aber gelassener damit umgehen können und einfach die Antwort geben: Lass das den Wähler entscheiden. Müssen das wir in den Medien entscheiden? Lass das die Wähler entscheiden. Die haben entschieden. Der war auf Platz 3, hat keine Rolle gespielt. Also ich meine, der persönliche Einsatz und das Gefühl, wir dürfen mitspielen. Was jetzt Laschet gemacht hat, Frau Barbara Klepsch, die ist jetzt Ministerin für Kultur und Tourismus, wurde aber im Zukunftsteam als sozial eingestellt, weil sie beim letzten Mal Sozialpolitik gemacht hat. Das war auf dem Reißbrett entworfen, das war eine Luftnummer, die ist geplatzt, kein Mensch redet mehr davon. Das merken die Ostdeutschen auch, wir waren hier nur in der Bauernreihe vorne dran zum Vorzeigen. Man muss sich um den Osten kümmern. Ich habe die Seele dieser Menschen dort kennengelernt in den 2 Jahren. Ich habe das vorher auch nicht immer verstanden. Ich habe auch mal über Jammer-Ossis gesprochen. Die wissen, warum sie so denken. Und da musst du sie holen. Und noch ein Satz dazu. Du kannst im Osten als CDU die Wahl nicht gewinnen. Aber du kannst sie verlieren. Okay, gut. Quod erat demonstrandum. Okay, Herr Lucke, was würden Sie sagen? Ist das ein Punkt, weil die CDU, Herr Laschet hat ja heute auch angekündigt, dass es eine Ostkonferenz geben soll. Also dieser Blick in die ostdeutschen Länder, ist das ein Punkt, der wichtig ist für die Union und aber auch vielleicht für die anderen Parteien ja auch? Für alle. Ganz Linke immens. Hat ja auch sehr stark da absolut, verloren. Es ist für alle zentral, aber für die Union in ganz besonderem Maße. Und wenn wir heute die Kandidaten aufgeführt haben, neben oder nach Laschet, man muss es jetzt ja schon klar sagen, dann sind das alles NRW-Männer, um es ganz klar zu sagen. Alles klassische, westdeutsche, tiefste NRW-Männer. Und Laschet hat den ganz großen kardinalen Fehler gemacht, dass er dieses fast schon Adenauersche, ja, für Adenauer begann ja bekanntlich die asiatische Steppe hinter Magdeburg, nicht? Das war die Verabschiedung der DDR und die klare Trennlinie, die er zur Westorientierung sucht. Aber Laschet hat ihn ja quasi in Europäismus noch überboten. Laschet hat in jeder Rede gesagt, ich träume sofort, wenn ich aufhöre, frage ich mich, was kann ich für Europa tun? Da hat sich der normale Ostdeutsche gefragt, das ist nicht meine Kardinalfrage. Ich brauche eine nationale Ansprache. Und diese grundsätzliche Frage, bei aller Richtigkeit Europa im Schilde zu führen, wird eine Zentrale für die Union sein, vor allem für alle Parteien, aber zentral für die Union. Ja. Und ich habe große Zweifel, ob diese absolute NRW-Dominanz, die es gegenwärtig gibt, dass die richtige Antwort ist. Da kommt dann, was Herr Salazar sagt, die Teamfrage absolut entscheidend zum Schlagen. Auch wenn es ein NRW-Mann sein wird. Ich glaube eben nicht. Herr Günther ist der Einzige, der ja nicht aus NRW kam. Der Einzige, man am Rande vielleicht noch erwähnt, als Ministerpräsident. Herr Kretschmer wird übrigens auch manchmal angeführt, aber da sehe ich eigentlich keine Chance. Dafür ist Kretschmer auch zu eigen und wahrscheinlich dann wieder zu sehr von Furor getrieben. Also ich halte ihn dann auch wieder zu sehr, auch vielleicht zu konservativ, um die Mitte zu erzielen. Aber da einen Mann aus dem Osten viel zentraler einzubinden, deutlich zu machen, wir haben einen anderen Blick auf diese Region wird gerade in der Auseinandersetzung mit der AfD eine absolut zentrale Rolle spielen, weil sonst driftet uns der Osten in Richtung AfD noch mehr weg. Und die CDU verliert da noch mehr an Boden. Ja. Ist die Frage, wie sie das schafft in der Erneuerung. Ganz kurz zum Schluss noch, Herr Salazar, was denken Sie also jetzt nochmal? Wer hat jetzt die Autorität? Wem trauen Sie es zu? Und wie lange wird Herr Laschet dann noch Parteivorsitzender sein?
Das denken Sie, worauf wird es hinauslaufen? Das, also wie lange er Vorsitzender wird, kann ich jetzt nicht sagen. Und ich glaube, unabhängig von der Person, die Autorität haben wird, wird darauf ankommen, wirklich ein Team zu haben und wirklich auch stärker auch als Team aufzutreten. Ich würde gerne noch kurz auf das Thema Ostdeutschland eingehen. Die Wahl wurde in ganz Deutschland verloren. Also Ostdeutschland spielt eine riesige Rolle, klar, aber ich würde es auch demografisch sehen. Also die Bastion der Union, die Älteren, da haben sie wahnsinnig verloren. Und das ist, das hat mit Themen wie Rente zu tun und ganz anderen Sachen. Klar, ist absolut wichtig, wenn man im Osten gewinnt, hat man auch echte Chancen, einen Swing zu machen. Aber es wird genauso in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen und in Bayern verloren. Aber leider kann ich Ihnen keine klare Antwort darauf geben, wer der oder die nächste Vorsitzende wird. Ich kann nur darauf dazu plädieren, dass es wirklich auch eher einvernehmlich passiert. Mhm. Frau Gaschke, denken Sie, dass Armin Laschet, hat er sich heute durch seinen Auftritt eigentlich mehr geschadet oder hat er sich noch mehr geschwächt oder mehr gestärkt? Zum Schluss ganz kurz noch. Ich glaube, noch, also es war unglücklich, er ist unfair behandelt worden und das hat jetzt heute auch nichts mehr genutzt. Okay, also kein schöner Schlusswort, Herr Hartmann, oder würden Sie sagen, er hat sich gestärkt dadurch? Er hat die letzte Chance genutzt, mit Würde und mit Selbstachtung und mit Anstand aus der Nummer rauszukommen. Okay, wir sind gespannt, wie es weitergeht, haben bestimmt nicht zum letzten Mal über die Union und über Ampel und möglicherweise Jamaika gesprochen hier in der Phoenix-Runde. Vielen Dank für Ihr Interesse. Hier geht es jetzt weiter bei Phoenix der Tag.